Zu spät. Ja. Dann müssen wir halt jetzt hier warten, bis sie wieder runterfährt. Leg einen Zahn zu, Max. So, und dann fahren wir da ins Restaurant. Hey, schau mal! Mal ein langes, loses Ende. Zu schade, dass wir es von dieser Seite des Decks nicht erreichen können. In Spielen wie diesen braucht man immer ein langes Stück Seil. Ja, danke für den Hinweis. Diese losen Kabel sehen aus, als ob sie zum Kontrollmechanismus des Restaurants gehören würden. Die sehen für mich wie zerkochte Spaghetti aus. Genau, die müssen wir irgendwie dann flicken. Und ja, das Problem ist, das Restaurant dreht sich einfach und hört nicht auf, sich zu drehen. Ich bin sicher, dass es irgendwie nützlich ist. Aber ich weiß nicht, warum. Ja. Das sieht wie ein ganz normales, fest installiertes Fernglas aus. Das ist ein transparenter Fahrstuhl. Frischer Fisch. Sieht sicher genug aus. Ja, reden wir mal mit ihm. Was tust du denn da überhaupt? Ich verbiege Werkzeuge mit meinen telekinetischen Kräften. Warum? Damit ich den Drehmechanismus von diesem Restaurant reparieren kann. Nun, das macht Sinn. Wie verbiegst du denn dieses Werkzeug? Glaubt ihr wirklich, ich würde euch zwei Nerven sägen, mein Geheimnis verraten? Nein. Kannst du vorübergehend mit dem Rumgefluche aufhören? Vor diesem Computer sitzt vielleicht ein Kind. Verbiegt euch! Prozentzeichen, Addzeichen, Dollarzeichen. Und vergiss nicht Komma, Semikolon. Was zum macht ihr? Ausführlich fluchen. Sollte ich es überhaupt versuchen, dich über Conroy Bumpus zu befragen? Nein! Hast du irgendetwas über Bruno den Yeti gehört? Wer zum ist Bruno der Yeti? Sam, er verknotet seine Zunge. Wofür sind diese verbogenen Werkzeuge überhaupt gut? Für eine Menge Dinge. Zum Beispiel zum Kratzen dieser unerreichbaren Stellen. Für mich ist jede Stelle schwer zu erreichen. Möchtet ihr eins für umsonst? Sicher. Ich mache euch einen. Der gehört dir. Danke. Nun, bye. So, jetzt haben wir einen verbogenen. Es ist ein perfekter metrischer Maulschlüssel für Linkshänder, der etwas außer Form geraten ist. Und da macht er gerade noch einen. Gut, mehr brauchen wir von hier oben auch nicht. Wir könnten jetzt damit theoretisch zurück zur Fischwelt. Es ist ein Perf. Ich sollte glücklich sein. Ja. Oh, ich weiß was. Ich kann vielleicht den Wo
Museums-Heini anders über den Ring befragen. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Nein, kann ich nicht. Gut. Dann fehlt uns leider der Dialog zum Ring, weil dem Ring ist, glaube ich, auch was über den Vortex eingraviert und über Shavul. Das ist nämlich Shavuls Ring. So, Fischwelt oder Vortex? Dann machen wir die Fischwelt erstmal fertig und das größte... Wobei, zum größten Wolkenleuten müssen wir nochmal nachher. So. Für die Fischwelt brauchen wir nämlich den hier. Das klappt ja vorzüglich. So, jetzt können wir den auch benutzen. Es ist immer noch ein großer Fiberglasfisch. Ich benutze nicht wahllos irgendwelche Leute. Nur Max. Ich wollte ja auch nicht den Angler benutzen, sondern ich wollte den Fiberglasfisch benutzen. Ist ein bisschen wackelig hier drin. Hey Max, komm her. Geronimo! So, jetzt kommt eine der geilsten Szenen. Man muss die Geschicklichkeit bewundern, mit der sich die gerissene Überforelle an ihr Opfer heranpirscht. Diese Erfahrung gehört eindeutig zu den 10 ausgeprägtesten in meinem Leben, Sam. Heilige Makrele. Ich bin eine Forelle, Blödmann. Heilige Forelle? Ich dachte immer, du wärst aus Plastik. Jetzt haben wir den armen Kerl ertränkt. Was sollen wir nun tun, Sam? Ich überlege noch. Was war das für ein Geräusch? Hörte sich so an, als hättest du zu viel Chinesisch gegessen, Sam. Ja, jetzt kommt unser Taxi. Und das liefert uns da, wo wir hin müssen. Ich sagte doch, ich hätte einen Plan. Ja. Das ist Max. So, Max müssen wir jetzt benutzen. Hey Max, ich habe noch einen Plan. Ich glaube, ich hätte es lieber, wenn du einfallslos wärst. Halt's Maul und kletter über das Geländer. Siehst du, es ist nichts passiert. Was habt ihr hier zu suchen? Sonst noch irgendwelche Geistesblitze? Lass uns anfangen, wie Babys zu scheinen. Galileo hatte Unrecht.
Ich glaube kaum, dass wir uns in einem Vakuum befanden, Max. Wie bekommen wir unser Auto jetzt wieder? Wir warten einfach. Ja. Die Logik dieses Spiels. Vielleicht später. So, jetzt haben wir ein Stück vom Wollknäuel. Das sind 91 Yards Wollfaden. Gut. Damit hätten wir auch so fürs Erste diesen Ort abgeschlossen. So. Das heißt, es bleibt jetzt eigentlich nur noch der Wirbel. Sam, an diesem Ort fangen meine Ohren an zu klingeln. Das ist vielleicht nur die Metallplatte in deinem Kopf. So, erstmal herrscht hier eine dauerhafte Sonnenfinsternis. Das Klo schwebt. Mein Gott, ein besessenes Plumpsklo. Das wäre nicht passiert, wenn sie fest installierte Toiletten gehabt hätten. Ja. Tja, wer weiß schon, warum diese leblosen Gegenstände diese infernale Polka tanzen. Ich weiß es, ich weiß es. Ich glaube, sie werden von Riesenmagneten unter der Erdkruste kontrolliert. Du bist ein ignoranter Wicht, Max. Ja. Der geheimnisvolle Wirbel. Hier fließt auch das Wasser verkehrt herum. Aus einem Wasserhahn. Es ist ein automatisches Piano. Eine Billardkugel. Das kann ich nicht aufheben. Da passe ich niemals durch. Da passe ich niemals durch. Ja, Sam wird gerade... wechselt gerade immer kleiner und größer. Sam wird auch kleiner und größer, je nachdem, wo er hingeht. Das ist des Wassers Kehrseite. Das ist eine große Tür. So, wir können erst einmal hier hinten durch. X! Die Gravitation hat Urlaub genommen und ihr Gepäck verloren. Das ist noch nichts verglichen mit dem, was ich gleich verliere. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Drunter geben. Was auch immer. Ja. Wozu ist das gut? Diese spezielle Zelle ist gefüllt mit den magischen, mystischen Mysterien des Universums. Sag das dreimal schnell hintereinander. Yeti. Ja, eigentlich steht da Bigfoot. Aber auch hier haben wir Bigfoot-Haare. Es ist noch ein bisschen Yeti-Haar. Meine Hasensinne sagen mir, dass das nicht Brunos Haar ist. Oder dass ich verliebt bin. Also ja, drei Büschel Yeti-Haare haben wir hier mittlerweile. Und jede Menge anderes Zeug. Es ist eine Punktekarte vom Alligator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. Oh, vielleicht hätten wir die noch einlösen können. Was weißt du über Yetis? Ich stehe kopfsüßer, aber ich leide nicht an Dyslexie. Oh. Ja. Ist das nicht langweilig, den ganzen Tag hier rumzuhängen? Es ist in Ordnung, solange ich den Wunsch unterdrücke, mich fallen zu lassen oder zu springen. Ich fühle mich, als ob mein Sinn für die Realität gerade explodiert ist. Versuch, weniger Cholesterin zu dir zu nehmen. Fühlst du dich mental auch so unstabil wie ich? Sogar noch mehr. Das verschwindet in ein paar Minuten. Ich suche nach einem Yeti. Du auch? Ich hatte einen Yeti in dem Eisblock dort drüben.
Gestern war ich kurz draußen, um meine Wirbelsäule zu dehnen. Und als ich zurückkam, war er weg. Wirbelsäulen dehnen? Cool. Weißt du, wer Conroy Bumpus ist? Ja, und er war hier und fragte nach einem Yeti. Dann wurde ihm speiübel und er verschwand. Dieser Ort scheint auf alle Personen den gleichen Effekt auszuüben. Verkaufen Sie solche Schneekugeln wie diese hier? Haben wir mal, aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weil sie eine unerwartete Auswirkung auf den geheimnisvollen Wirbel hatten. Mit jeder neuen Schneekugel wurde der Wirbel schwächer und schwächer. Das Gleiche passiert mir, wenn ich Sitcoms gucke. Und so entschieden wir uns aus finanziellen Gründen, die Schneekugeln aus dem Verkehr zu ziehen. Das bedeutet wohl auch, dass ihr keine Schneekugelplöppel mehr habt. Korrekt. Ja. Wir kommen zurück. Zurück, vor, unten, oben. Das ist für mich alles das Gleiche. Nach dem Ding können wir sie nicht fragen, gell? Ich glaube nicht, dass sie das möchte. Dann können wir aber mal den Vortex benutzen. Können wir den Wirbel ausprobieren? Steigt einfach hinein. Ich benutze den Wirbel doch schon. Nett. Ja. Wir könnten theoretisch jetzt den Wirbel, hätten den Wirbel in dem Ding einfangen können, aber da wäre er entkommen, weil wir keinen Verschluss haben. Wie gesagt, sie hat keine mehr. Die sind verboten. So. Dann benutzen wir jetzt noch den Spiegel. Und ja, diese Treppe hier ist auch geil, die sich auf einmal kehrt wendet. Ich sagte doch, dass dieser Platz von Riesenmagneten unter der Erdkruste gesteuert würde. Pure Vermutung. So, es sind 3 Stück, soweit ich weiß. Ein großer Magnet. Ein großer Magnet. Ja. Das ist ein großer Magnet. Und wenn wir einen davon benutzen, dann verändert sich die Farbe. Das können wir gleich mal ausprobieren. Wir haben jetzt auf gelb geschalten. Mal gucken. Gibt es überhaupt eine gelbe? Die Tür müsste gelb sein. Nein. Die Tür ist orange. Das ist eine sehr kleine Tür. Es gibt eine rote, es gibt eine orangene, eine blaue und natürlich eine weiße Tür. Also ja, versuchen wir es mal mit der orangenen Tür noch. Für Orange brauchen wir Gelb und Rot. Rot ist das hier. Oh, die Bar sieht ein bisschen komisch aus, aber ja. So, jetzt können wir nämlich genau durch diese Tür durch, die dieselbe Farbe hat, wie die wir ausgewählt haben. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass das gleich die richtige Tür ist.
Oh, das ist die richtige Tür. Mist. Wer seid ihr? Ich bin Sam. Er ist Max. Wir jagen Gesindel. Und wir sind äußerst erfolgreich. Das ist cool. Ich bin Shavul. Was wollt ihr von mir? Sam, sieh nur! Nun, das nenne ich mal eine anständige Wasserflasche. Nichts da. Genau. Fass mich nicht an. Gut, okay. Das heißt, wir können hier gerade an der Stelle speichern und einen Cut machen, weil es mal wieder Zeit ist. Und reden dann in der nächsten Aufnahmesession mit Shavul und dann gucken wir uns doch noch die anderen Türen an. Das war eigentlich jetzt nicht geplant, dass wir gleich auf Shavul treffen. Aber okay. Also Display speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.